Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Forza Horizon 4. Und heute geht es weiter mit Ishas Taxin, wo ich auch in der letzten Folge mit aufgehört habe. Und leider gescheitert bin an der 1 Minute 10. Das Kapitel werde ich heute übrigens nicht mehr machen. Das mache ich dann irgendwann später nochmal. Aber es gibt noch zwei andere Kapitel, die mir noch fehlen. Die werde ich heute mal angehen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und danach vielleicht mit den PR-Stunts anfangen. Rechts abbiegen. Das war wieder der Mustang GT. Auch ein wirklich extrem geiles Auto. Ich stehe lieber mit 10-Gang Automatik im Spiel, aber gut. Anschalter geht auch klar. In 200 Metern und das Orange ist wirklich extrem geil. Und das Player war ja damals, glaube ich, in so einem Bordeaux oder so Weinrot. Weißen Streifen. Falsch gefahren. Das sah auch gut aus. Ja, weiter gefällt mir doch Orange eigentlich besser. Und auch ohne Streifen. Ein bisschen cleaner. Gelb finde ich auch eigentlich ganz gut. Ah, aber Orange ist schon. Ist nicht in der Farbe für jedes Auto. Da viele Autos, wo ich Orange nicht geil finde, aber auf dem finde ich das Orange cool. Auch auf einem Ford F-150 finde ich Orange eigentlich ganz cool. So. Wie sind das gefahren? 1 Minute 10. Jetzt haben wir 1 Minute 50 Zeit. Meine Güte. Mal gucken, ob das einfacher ist. Würde ich nicht schlecht finden. Denn auch hier würde ich gerne die drei Sterne haben. Ich fasse es nicht. Unsere letzte Landstrade. Fahrt wurde negativ bewertet. Viel zu schnell und rücksichtslos. Keine Konversation. Null Sterne. Oh, was der sich erlaubt. Naja, scheint der Nachfrage aber nicht zu schaden. Echt mal. Was ein Uhrensohn. Das hält ihm ein. Ich wollte die Effizienz verbessern. Deshalb habe ich auf der Horizon Automesse mit einem jungen Mann namens Jamin geredet. Er wirkte ganz nett. Daher habe ich ihn Änderungen am Wagen vornehmen lassen. Ich weiß nicht welche. Sag mir Bescheid, wenn du einen Unterschied feststellst. Nee. Ich merke nicht. 100 Metern links also wie vorher. Oh, meine Zaun kaputt machen. Ich bin Handwerker. So. 1 Minute 50. Warte hier. Ich schreibe dem Fahrgast. Und eine dezent welche Federung. Halt, warte. Oh nein, der Fahrgast will einen Fahrer, der wie ein Verrückter fährt. Du weißt, wie das geht, oder? Nein, kann ich nicht. Ich nicht, aber im Spiel, glaube ich, schaffe ich das sehr oft. Hey, ich muss zu einem Haus in Derwent Water, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klar. Okay, hat das schon mal super funktioniert. Kann man direkt mal neu starten. Und wieso läuft diese scheiß Musik eigentlich schon wieder? Das regt mich jedes Mal auf. Diese dämliche Musik läuft. Ich muss zu einem Haus in Derwent Water, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. Ja. Meine Damen und Herren. Genau das ist Fabian Skilling. Wenn Sie sowas erwarten, was Sie gerade gesehen haben, dann sitze ich hier genau richtig. Hey, ich muss zu einem Haus in Derwent Water, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. Nicht überschlagen, danke. Au, du. Warte mal, 1,50 holen. Achso, eigentlich eben so viel abkürzen kann man da ja gar nicht, ne? Also. Oder. Ja gut, Straße fahren mit, glaube ich, auch nicht viel. Du bist nicht der Fahrer mit der schlechten Bewertung, oder? Nein. Ich habe gehofft, dich zu kriegen. Zu schnell, zu abgebrüht und auch noch schweigsam. Perfekt für eine Londonerin. Auf geht's. So ist ja leise. In 400 Metern links abbiegen. Mal so probieren. Jo. Am nächsten Tag in der Zeitung fragen sich alle, wie zur Hölle ist dieses Taxi in diesem Baum gelandet. In 400 Metern links abbiegen. Gerne in der Zeitung. Und wenn es mal sowas ist. Baum, hallo. Komme ich weiter links hin, ist die Frage. Hier rum vielleicht. Ja, weiter links, Fabian. Das hast du schon richtig erkannt. Aber nicht ganz so weit links. Thank you.
fantastisch. Ich meine, hat an sich generell viel Grip. Würde ich ja gar nicht meckern. Hätte sich sogar fast gefällt, ein besser als auf den Pfaden. Das hätte ich schon ein Armutszeugnis mehr sagen, ne? Oh, da kann ich durch. So viel schneller war. Ja, gut. Das soll ich noch schaffen, oder? Komm! Vielen, vielen Dank. Oh, ich glaube schon. Ich wünsche dir ein tolles Festival. So, ich gebe dir mal 5 Sterne als Bewertung. Aber nur, weil es keine 6 gibt. Yes! Es sind aber nur 3 Sterne, das sind gar nicht 5. Was soll denn das? Isha. Aber geschafft. Ich glaube, es waren 1 Minute 49,8 oder so. Ah, geschafft ist geschafft. Ja. Wie, ist egal, ob knapp oder mit riesen Vorsprung, ist egal. Spielt keine Rolle. Man juckt sowieso niemanden. Yes! So gefällt mir das. Dann mache ich doch gerne noch ein Kapitel. Die Auswahl ist ja jetzt auch ziemlich klein. Da bin ich ja noch dran gescheitert, aber ich werde mir noch Mühe geben, das offscreen zu machen. Oh Gott, das war's. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Richtig, es ist diese Cadillac-Limousine. Oh Gott. Das kann was werden. Okay, okay, ganz ruhig. Wo fange ich an? Ich habe mich an der Erweiterung unseres Geschäfts versucht, aber ich habe dir noch nichts erzählt, damit du dir keine Sorgen machst. Ich bin an eine Limousine gekommen. Jamin vom Festival ist ein echt netter Kerl. Und ich dachte mir, wir können Hochgeschwindigkeitsfahrten für Gruppen anbieten. Aber ich hätte zuerst dich fragen sollen, da du ja fahren musst. Ja, die Frau ist nicht so die geilste. Ich finde, auf Lenkbefehle jeder Wagen erstaunlich schnell. Wenn ich jetzt hier so lenke, also das ist schon schnell, wie er reagiert. Dass er nicht gefühlt so ein riesen Todpunkt ist, habe ich nicht das Gefühl. Das Gebiet bin ich aber vor gar nicht allzu langer Zeit mal gefahren. War das Folge 86 oder so? Also 10 Folgen her. Also vielleicht 2 Wochen. Kann gut hinkommen. Aber egal. 4 Minuten 5, ey. Ist das schwer beim letzten Abschnitt. Ich brauche bessere Bremsen. Und andere Felgen. Überleg und nur, den Spoiler muss weg. Sind wir Ishas Luxuslimousine? Ja. Isha. Hast du sie? Der nächste Abholort ist in deinem Navi. Fahr so schnell du kannst. Okay. Na, schnell, was geht. Was geht? Und dann schaut er zum Mechaniker und sagt, würde ich ja gerne, aber... Ach, die Witztypen wieder. Auch nö. Was meinst du? Und die schon wieder. Wir müssen einfach ignorieren. Das ist das Beste. Oh, tja. Ich brauch den Witz wohl nicht wiederholen, wenn du schon das Ende gehört hast. Sorry, ich bin übrigens Jess. Wärme mich gerade für einen Gig in Edinburgh auf. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Nein, ich heiße Jeff. Das ist mir gerade dazu eingefallen. Weißt du, so viele Leute sind wegen des Horizon Festivals hier, also dachte ich, ich erzähle Autowitze. Aber ich kenne keine. Und du? Du fährst immerhin. Ich fahre aber kein Autowitz, ich fahre ein Auto. Und naja, gut, kann man das Auto nennen? Also ist.
Geht schon eher so in Größen Richtung Panzer. Das ist wahrscheinlich sogar länger als ein Panzer, oder? Du auch nicht, was? Tja, genau das meine ich. Mit Horizon-Leuten über Autos zu witzeln ist, als würde man einem Haufen Kühe Burgerwitze erzählen. Also ich finde mal einen Burgerwitz. Weißt du, für einen Taxifahrer redest du verdammt wenig. Ich bin auch ein Taxifahrer und kein Unterhalter. Ich könnte auch gerne anhalten und dann quatsche ich mit dir. Aber das ist nicht mein Job. Soll ich fahren? Und nicht der meine Lebensgeschichte erzählen. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Jetzt ist deutlich besser als Ischers altes Taxi, der Austin. Deutlich besser. Wie auch immer. Als nächstes sammeln wir meinen Kumpel Charlie ein. Vielleicht kennt er ja einen guten. Was, einen guten? Einen guten Wein? Hast du sie abgeholt? Gott sei Dank. Einen guten Club. Und wie sind sie? Sind sie lustig? Nein, sag es mir nicht. Dazu ist keine Zeit. Deine Route zum nächsten Abholort steht. Mach dich auf den Weg. Okay, so wie er aussieht, kann er, glaube ich, keinen guten Puff. Wollt ihr wissen, wie langsam mein Auto ist? Ich sag's euch, das ist so langsam, dass... Oh, bist du das, Jess? Hallo, wie geht's dir? Schon genug Autowitze für den Gig gesammelt? Nicht wirklich, Charlie. Hast du welche? Klingt, als würdest du dir einen überlegen. Ja, also hör dir den an. Mein Auto ist so langsam, wenn ich es fahre, komme ich oft zu spät. Der ist, nicht sehr gut, Charlie. Nee, irgendwie nicht, oder? So langsam, dass... Ach, verdammt, dieser Fahrstil hilft echt nicht. Das Taxi ist schneller als Mama auf dem Weg zum Bingo-Abend. Als nächstes fahren wir zu Harry. Vielleicht hat der einen... Harry Potter oder was? Deswegen fahrt ihr. In 400 Metern rechts abbiegen. Ich sogar selbst meine Witze sind besser als deren Witze. Uiuiuiui. Ganz ruhig. In 400 Metern rechts abbiegen. Der Wagen macht erstaunlich viel Spaß. Fährt sich erstaunlich gut. Rechts abbiegen. Ich würde gerne wissen, wie lang das ist. Das Ding ist 6 Meter lang, 7 Meter oder so. Muss ich dir anhalten? Stopp. Okay, Abholung bestätigt. Dem Himmel sei Dank. Wenn's ums Warten geht, verstehen diese Comedians echt keinen Spaß. Die nächste Fahrt sollte in deinem Navi sein. Gib Gas. Welche Comedians? Ich hab bis jetzt keine gesehen. Hey Leute, wie geht's? Wie nennt man Fahrer ohne Orientierungssinn? Mach mal halblang, Harry. Wir wollen doch nicht unseren Asphaltengel auf dem Fahrersitz aufregen. Außerdem kenne ich die Pointe. Sie ist blöd. Wirklich? Dann verrat sie mir doch. Mir ist nämlich noch keiner eingefallen. Du, Jess, was hast du? Keine coolen Witze dabei und kaum noch Zeit, mir was einfallen zu lassen, so schnell wie das Taxi fährt. Okay, wie wär's damit? Wie nennt man einen Komödianten, der als Taxifahrer arbeiten muss? Ich würde sagen, das sind wir, Kumpel, wenn uns vor Edinburgh nichts Besseres einfällt. Okay, okay, immer mit der Ruhe. Als nächstes sammeln wir Poppy ein. Die hat sicher was. Ja. Sicher ein gutes Zeug, ne? Das hätte ich schon reinziehen können. Ihr müsst einfach alle richtig hart Drogen nehmen. Ich glaube, dann wird die Show am besten. Aber die Witze lassen, einfach in dem Drogen und dann macht ihr irgendwas. Das ist, glaube ich, viel witziger, als wenn ihr euch diese ziemlich peinlichen Witze ausdenkt. Ich glaube, wie die, wie so eine Hipster aussieht. Aussieht, meine Güte. Ja, Deutsch ist heute schwer. Aber es ist Freitag, da darf man das. Jetzt ist Wochenende. Ja, und guten Tag. Ah, servus. Ich bin von der Abholzungsfirma. Ich wurde beauftragt, exakt diese Bäume abzuholzen. In 400 Metern scharf links abbiegen. Der Auftrag wurde innerhalb kürzester Zeit erledigt. Scharf links abbiegen. Scharf.
Ja, doch. In 200 Meter rechts abbiegen. Süß, ne? Der ist bestimmt nur vorne, aber hinten ist gar nichts. Ich rechts abbiegen. Ich glaube, von hier muss ich dann schon zum Embra. Ich glaube, es gibt da keine weiteren Zwischenstopp. So. Abholung bestätigt. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Ich kann es nicht fassen. Der letzte Fahrgast ist in Broadway. Wir schaffen das. Komm schon. Okay, nach Broadway nochmal. Okay. Und dann von Broadway nach Edinburgh. Hey Jess, Charlie, Harry. Mensch, Autowitze sind nicht einfach, was? Also hört mal. Warum ging der Horizon-Fahrer über die Straße? Ja, wir sind verloren. Bleib cool. Ich habe mir auch andere Sachen ausgedacht. Wie viele Horizon-Fahrer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Schon ausprobiert. Man braucht einen. Den Mechaniker namens Dave unten bei der Automesse. Der wechselt die Scheinwerfer in 2 Sekunden. Okay, bleiben wir mal ganz cool. Das will ich sehen. Wir sammeln Jack ja noch vor dem Gig ein. Der ist der Bringer. Der hat mit Sicherheit was. So. Ja gut, die Tache ist schon am Ende. Weil wir waren es, glaube ich, nicht dafür ausgelegt, 260 zu fahren. In 400 Metern rechts abbiegen. Vermute ich mal so. Rechts abbiegen. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. In 200 Metern links abbiegen. Yes. Links abbiegen. Oh. Das ist zu spät. Aber alles gut, wo noch Platz. Ein bisschen lassen wir driften. Ich bin traurig, dass der Wagen über 700 PS hat, trotzdem so lahm ist. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Was sieht der eigentlich? Kann ich das irgendwie nachgucken? Eher nicht so. Ich würde gerne wissen, was der wiegt. Ich glaube sogar unter 2,5 Tonnen. Oder? Was ist denn so eine Limo? So, dann bin ich wieder da. Im Broadway. Ist er auch schon. So, wenn so ein Taxi angefahren kommt, würde ich wieder wegrennen. Nicht sowas, ja, das auf mich zukommt. Würde ich so sagen, ey cool, das ist mein Taxi. Ich würde eher nach Hause rennen. So. Taxi ist da. Sehr unauffällig. Ich glaube, so kann man seine Kunden gewinnen. Aber vor dem Haus nochmal einen Drift ziehen. Fahrgast und dann ab nach Edinburgh zur Show. Mal ganz im Ernst, wir sind echt nah dran. Vorsicht mit dem letzten Fahrgast. Er ist der Hauptact. Ich weiß nicht warum. Am Telefon klang er gar nicht lustig. Hallo, Jess, Charlie, Harry, Poppy. Schön, euch zu sehen. Wow, das Taxi ist echt schnell, oder? Und, seid ihr aufgeregt wegen der Show? Ich auf jeden Fall schon. Jack, du musst uns helfen. Wir sind verloren. Ehrlich, Jack? Mit all den Horizon-Leuten in der Stadt brauchen wir einen guten... So, 4 Minuten 10 habe ich, glaube ich, Zeit. Autobahn? Ist Autobahn sinnvoller? Ist echt eine gute Frage. Ist noch eine größere Frage, wo ich abbiegen soll. Ob ich hier abbiege? Also, mein Plan, ne? Soll ich erstmal weiterfahren der Route? Dann Autobahn. Kann man nämlich schön hart Gas geben. Statt immer da die Kurven fahren zu müssen. So. 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 Ist das schneller? Ist das schneller, als dort rumzufahren? Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Guten Autowitz. Sonst lacht man uns von der Bühne. Jetzt ausprobieren. Das ist echt nicht gut. Ich werde jetzt aber diese Folge nur einmal machen. Komm schon, Jack. Wir zählen auf dich. Was hast du für uns? Keine Sorge. Entweder klappt das jetzt oder nicht. Ich hab da einen. Bereit? Was macht ein Fahrer, wenn ihn auf einer Geraden der Bleifuß juckt? Die Kurve kratzen? Das
Das wird eine tolle Show, Leute. Vielen Dank fürs Herbringen. Ja, bitte, bitte aussteigen. Oh Gott. Ja, es ist halt doch kein Porsche. Nee, ich muss wohl ganz anders. Ich spule noch weiter zurück. Dass ich auch gerne früher nach rechts kommen. Ja. Gut. Ich fahre auf eine Autobahn. Das ist eine gute Frage, wo ich denn die Abfahrt nehme. Erstmal Autobahn. Das ist wichtig. So. Ich hoffe, dass das wirklich schneller ist. Also, hier fahre ich natürlich nicht, aber fahre ich hier schon ab? Und dann geht es ja auch ziemlich hart geradeaus. Ich meine, dann hier lang. So. Kann man auch schon ein gutes Stück geradeaus fahren, dann fahre ich hier einfach weiter. Das ist echt eine schwere Frage, ob ich denn jetzt hier weiterfahre. Hm. Was ist schneller? Ich fahre, glaube ich, hier schon ab. Ich hoffe, dass es schneller ist. Ich bete drum. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich bete drum. Oh, lieber Himmel, sexy. Der Kurve geht sowieso nicht vor Gas. Was gar nicht mal so schlimm ist. Ich muss direkt mal hier auf die Gegenspur rüber. Hier lang. Ich hoffe, das reicht. Das ist ja gerade beim Zweimal auf jeden Fall eine gute Idee. Es müsste eigentlich schneller sein, als da am Strand lang zu gurken. Das sind einfach zu viele Kurven. Schön geradeaus. Es sieht gut aus. Sieht zeitlich sehr gut aus. Oh yes. Wir haben Zeit. Boom. Tak. Ishas Taxi-Service wird immer größer. Wir haben mehr als eh und je zu tun und ich habe immer noch keine Hilfe im Büro und ich bin nicht gestresst. Wir schaffen das schon und alles wird gut. Ich habe dir wohl für den Durchbruch zu danken. Du musst jetzt nicht mehr so viel für mich fahren. Ab jetzt schaffe ich das schon. Definitiv nicht. Das wirst du niemals ohne mich schaffen. Niemals. So. Noch hier 3 Sterne. Ich finde nur noch die eine Herausforderung, wo ich in der Minute 10 Zeit habe und nach Broadway muss. Das mache ich aber, wie gesagt, offscreen. Aber ich werde es schaffen. Ja, da bin ich doch ehrgeizig. Das muss ich halt aber jetzt nicht in der Folge 10 Mal machen. Oder ein paar Mal versuchen.
Irgendwann ist dann auch genug. Mit der Folge ist allerdings noch nicht genug. Dann geht es jetzt an die PR-Satz. So, da haben wir einmal Blitzer, Blitzerzonen, Gefahrenschilder und Driftzonen. Ich bin sogar tatsächlich hier eine Driftzone noch gar nicht gefahren. Ebenso wenig wie diese hier. So geht das nicht, Fabian. Was soll das? Bin ich ansonsten erstmal alle PR-Stunts schon gefahren. Ich habe auch schon gar nicht so wenige auf 3 Sterne, was natürlich sehr vorteilhaft ist. Dass ich gar nicht mehr so viele machen muss. Aber einige fehlen doch noch. Ich glaube nur die beiden Driftzonen. Ja, die machen wir erstmal. Natürlich nicht mit dem Mustang. Ich denke da eher so an ein Rallye-Auto. Und auch nicht Dampf. Ich glaube, ich mache nicht den Funko. Der ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Ist die Frage. Den hier nehmen? Könnte gut sein, ne? Ich meine, 447 kW. Oder? Den Honda nehmen natürlich, der ist auch eigentlich ziemlich gut. Und mal den Gymkhana. Gut, der hat 280 kW, das ist ein bisschen wenig. Dann mal den hier. Der Gymkhana 10 Ford Focus RS RX. Vom guten Ken Block. Den der eine oder andere vielleicht kennen sollte. Ist ja nicht ganz unbekannt, der Mann. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Boah, geht quer, ne? Okay, war da ein wenig zu weit außen. Sterne. Ist das nicht gut. Was fehlt denn noch? So, Reichen Anlauf. Wie viele Punkte fehlen da noch? 261.000. Okay, wird mir nicht gesagt. Danke auch dafür. 70.000. Okay, das ist machbar. Ich zähle die Punkte nicht, weil ich außerhalb der Zone bin. Angeblich. Nein, nicht zu viele Zäune mitnehmen, Fabian. Heute mal ausnahmsweise nicht. Oh. Der war aber sehr schön gerade. Du hast dein Ziel.
Ziel erreicht. So, 78.000. Easy, 3 Sterne. Numero uno. Ja, komm, eine mache ich noch. Wir haben noch Zeit. Oder ich fahre hin, aber mach die Zone als nächste Folge. Das ist doch assi, oder? Naja. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Natürlich. Baum. In 400 Metern links abbiegen. Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nein, nein. Stopp. Das ist halt schon echt geil. Jetzt noch beim Schalten. Wie gesagt, hört sich einfach cool an, deswegen. Weil dieser Motor. Und da gibt es ja mehrere Autos im Spiel. Mit ähnlicher Variante. Rechts abbiegen. Ich würde sagen, genau an dieser Stelle hören wir auf. Gutes Auto. Nächste Folge geht's weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.